Hey meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Prince of Persia. Das erste Video hier im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und wir machen hier in den Bädern dann mal weiter. Ich höre gerade Geräusche, wo ich nicht wusste, jetzt sind die vom Spiel oder von draußen. Jo, wo geht's denn weiter? Hier kam ich her, ne? Würde ich mal behaupten. Oh Mann, Kamera. Kamera will nicht, wie ich es will. Ja, genau. Hier kam ich her. Bin hier hin. Getrunken, gespeichert. Alles erledigt. Wenn ich mich jetzt nochmal an die Dings erinnern würde, wäre das auch gut. Ach genau, die Statue musste irgendwie verschoben werden. Die musste irgendwie verschoben werden. Ich weiß du nicht. Doch, doch, doch. Du wolltest doch... Wolltest du nicht gerade irgendwie? Ja doch, jetzt. Drückt man 5000 Mal die Knöpfe, ne? Nun, wartet ihr? Ich hab Angst. Was, wenn ich in Gefahr gerate und ihr mir nachjagen müsst? Bitte. Wollt ihr andeuten, dass ihr meine Hilfe braucht? Ja. Oh, prima. In diesem Fall... Die tut so, als würde das das erste Mal passieren. Passiert doch fast. Ich hab Angst, was, wenn ich in Gefahr gerate? Es ist so. Was, wenn ich in Gefahr gerate? Okay, ich war gerade ein bisschen irritiert. Hier drüben. Bin einfach gerade ein bisschen baff darüber, dass sie der Meinung ist. Ja. Seid ihr sicher, dass ich euch nicht aufhalte? Schon gut, schon gut. Also, oh Mann. Ich glaube, wir werden erstmal... Okay, komm, wir verschieben das schon mal. Dann sagen wir den Leuten da Hallo. Wir wussten ja, jetzt wo ich nämlich das Licht wieder sehe, fiel mir nämlich auch ein, dass wir ja jetzt mit so einem Lichterrädel dann zu tun haben. Wir sind auf der falschen Seite der Bäder. Wir müssen zurück durch den königlichen Palast. Nun gut, lasst uns einen Ausweg suchen. Aber erstmal kämpfen, ne? Ist das eine neue Gegnerart? Ich mach sowieso ein und dasselbe wieder. Ich sollte vielleicht erstmal meine Waffe ziehen, das wäre vielleicht ganz gut. Der kam einfach so aus dem Buch raus. So, weg mit... Ey! Ich hab nicht mitgekriegt, dass der eine am Boden lag. Verdammte Hacke. Oh, sie ist natürlich mal wieder in Gefahr. Wie sollte das auch anders... Hallo? Warum will das denn jetzt nicht? Gut, bei denen kann ich wenigstens drüber springen. Das ist gut zu wissen. Aua. Das sah eigentlich nur aus, als wären wir vorbeigelaufen. Nicht, dass er... Achso. Oh, Mann. Ich hasse das. Huch. Das ist schön, dass sie sich gegenseitig angreifen. Ich komme gar nicht dazu, meine Sätze richtig zu beenden, muss ich sagen. Also bei denen kann ich nicht rüberspringen. Das Schöne ist aber, mein Dolch funktioniert. Zum anderen haben die sich halt gegenseitig angegriffen. Fand ich auch gut. Und, aus irgendeinem Grund... Oh, jetzt. Ich muss mal zurückspulen. Bin hier in so eine Ecke rein, wo ich nicht mehr rauskomme. Ich hoffe, die Zeit reicht dafür. Lass mich raus, lass mich raus. Ja, geht doch. Okay, wenigstens so hat es funktioniert. Hinter euch! Hinter mich? Wohl eher hinter ihr, hä? Huh? So, zack, damit weg. Weg damit. Aua. Aua. Ja, ich versuch's. Ich versuch's. Oh, warum will das mit dem... Das hat so gut das letzte Mal funktioniert. Wahrscheinlich zu gut. Und jetzt kriege ich das nicht mehr hin mit dem... Wollsprung. Wolljump. Sagen wir es mal so.
Ich wollte gerade sagen, oh, hoffentlich ist das der letzte Gegner, aber dann hörte ich schon wieder jemanden sich teleportieren. Jetzt. Boy. Seid vorsichtig! Au! Au! Wenn das so weitergeht, habe ich gleich kein Leben mehr. Bitte lass es der letzte sein. Bitte, bitte, steck dein Schwert jetzt weg. Bitte, bitte, bitte. Nein, verdammte Hacke. Immer noch nicht. Aber dann muss ich jetzt mal was trinken. La, 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 la. Passt schon, passt schon, passt schon. Ich hab Angst. Ei. Seid vorsichtig, ich liebe es. Dass es mal ein bisschen besser klappen würde. Was ist denn nur los? Ich hatte wirklich in der letzten Folge einfach zu viel Erfolg, ne? Also, ich kann auch nicht mehr machen, als in die Richtung zu hüpfen. Das ist so schön. Man beachte unten links der Gegner, der gegen den Tisch läuft. Ich lasse den da jetzt auch einfach mal, ne? So, solange das geht halt. Ach, verdammt, jetzt habe ich den Tisch kaputt. Ah, okay. Da ist noch ein Tisch. Ich hatte schon Bedenken gehabt, jetzt wo ich den Tisch kaputt gemacht habe, dass er jetzt frei herumlaufen würde. Aber nein. Zum Glück tut er das nicht. Greife ich die halt so an. Solange nicht 5000 auf mich niedergehen, ist ja alles gut. Guck mal, ich bin jetzt mal so dreist und trink erst noch ein bisschen was. Komm, trink mal. Danke. Du, ich hatte Durst. Oh, guck mal, jetzt hat er es geschafft. Der hat extra gewartet, bis ich getrunken habe. Das ist aber nett. So. Immer noch. Hallo? Warum, er hängt. Er macht nichts mehr. Hallo? Was ist denn jetzt los? Seid vorsichtig! Ja, seid vorsichtig, schön. Er reagiert ja nicht mal, wenn ich was mache. Nein! Was ist denn jetzt passiert? Voll, es geht ja nicht mal Game Over. Nein, 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 das ist auch nicht passiert. Nochmal von vorn. Alles klar. Ich hab voll den Durchblick. Irgendwie reagiert mein Controller nämlich auf einmal nicht mehr. Sehr schön. Kann ich weiter erzählen? Ja, wäre gut, aber, ja. Der hat doch Empfang, der funktioniert doch eigentlich. Ja, jetzt, was war denn jetzt los? Ah, toll, kann ich die ganzen Kämpfe nochmal machen. Nun gut, lass uns einen Ausweg suchen. So. So, die erste Welle lief schon mal gut. So. Die nächsten. Wo sind sie denn? Da. Ja. Hilfe! Das lief jetzt nicht gut. Seid vorsichtig! So, zweite Welle auch geschafft. Lief, ja, mittelgut.
Ja, das habe ich schon gemerkt, dass da hinter mir jemand ist. Ah, jetzt spring doch über den. Das ist manchmal weiß man auch nicht, was man so direkt machen soll. Achso, den konnte ich ja nicht hoch. Vergaß. Schön, erst den einen angegriffen und dann einfach den anderen fokussiert. Warum auch nicht? Ei, Kellermensch, das solltest du gar nicht machen. Genau das, sowas kannst du machen. Wo ist er denn? Da. Ich habe nicht gesehen. Da geht's rüber runter. Immer noch nicht. Wo ist denn? Wo? Da. Hey, ich war dabei gerade hier deinen Kumpel auszusaugen. So, komm, noch den. Schnell, schnell! Mach doch! Du! Oh Gott! Da. Ja, du! Bin hier. Ich helfe, wo ich kann. So, und jetzt dein Schwert bitte wegstecken. Oh Gott, ich dachte schon immer noch nicht. Ja, dass da eine Lichtsäule ist, das habe ich auch schon bemerkt. Da ist ein seltsames Symbol an der Säule. Was das wohl bedeutet? Das bedeutet, dass da jemand ein seltsames Symbol halt eingraviert hat. Das passt schon. Jo, Lichterrätsel ist ja als nächstes parat. Bin ich jetzt eigentlich... Upsa. Nicht so schlecht bisher immer so gewesen. Da ist ein Spalt. Ich gehe. Ich mach das. Ziemlich egal. Sie sagte Geliebte. Ich habe es nicht geträumt. Zumindest glaube ich das. Ach so, da. Ich habe es wohl ein bisschen das zur Seite gezogen. Natürlich. Ihr Königreich wurde unterworfen. Sie hat nichts mehr. Niemanden, der sie beschützt. Sie braucht mich. Ich kann es in ihren Augen sehen. Alles, was ich tun muss, ist, ihre Hand zu nehmen. Und sie ist mein. Warum rede ich eigentlich mit mir selbst? Weiß ich nicht. Weil du sonst jemanden zum Reden hast? Oder so? Keine Ahnung. Ich fand das ja auch sehr kurios mit Geliebter. Okay, was hat das jetzt für einen Sinn? Kann ich das irgendwie woanders hin machen? Was hat das für einen Sinn, dass ich hier die Leiter hoch kann? Vielleicht für eine andere Stelle eher. Tommy meint, dass es irgendwie so ein bisschen blöd... Ja, vielleicht übersetzt ist oder so. Irgendwas, sowas hat er gemeint gehabt. Einerseits denke ich mir auch, vielleicht so, dass es ein bisschen schlecht dargestellt ist in Form dessen, da oben. Wie komme ich denn da hin? Ja, so von der Entwicklung her halt, ne? Von der Story-Erzählung. Aber... Andererseits dachte ich mir dann auch, als das war, ob das nicht so eine Bedeutung hat in Form von früheres Leben oder sowas, ne? Mit Geliebter. Wer weiß. Also dieses Lichterrätsel, das scheint sich ein bisschen weiter auszubreiten, als es anfangs den Anschein gemacht hat. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an.
Gut, gut, gut. So, wir haben da auch eine Leiter. Ich weiß halt nicht, ob man die verschieben kann. Aber er klettert halt direkt drauf. Das ist es halt. Er klettert halt direkt drauf. Och, nein. Dingsen kann ich natürlich nicht. Aber das macht doch keinen Sinn. Da würde ich nur in den Abgrund fallen. Hier ist ein Symbol drauf. Also ich denke, meine beste Chance ist eigentlich, das jetzt mit denen hier zu machen, ne? So, fragt sich jetzt nur, wohin damit? Mal sagen, wir verschieben das jetzt hier weiter. Das müssen wir auf jeden Fall weiter hier hinschieben können. Eigentlich. Dachte ich zumindest. Oh, warte mal, das kann ich kaputt machen. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich kann das nämlich gar nicht weiter hierhin verschieben, weil ja eine Stufe ist. Und dachte mir so, aber mittendrin war ja gar nichts. Jetzt, boah ey, nimm das Teil doch. So, gucken wir mal. So, dann gucken wir mal. Ah, okay. Mhm. Vielleicht können wir so ein bisschen besser sehen. So ein bisschen. Ja, jetzt. Ja, hätte ich mir auch denken können, dass eine Videosequenz ausgelöst wird. Okay. Geht das Tor jetzt auf? Da ist ein neues Schwert. Das hätte ich gern. Hopp, geh auf. Gut. Jetzt habe ich das da oben. Ich weiß nur leider auch nicht, wie ich da rankomme. Das ist auch so eine Sache, ne? Wüsste ich zu gerne. Wie komme ich daran? Oh, nein, falsche Taste. Ich wollte... eigentlich würde ich in die... Ach, egal. Egal. Weil hier oben ist ja nichts. Da kann ich nur auf der anderen Seite, aber... Hier komme ich auf jeden Fall hoch. Ich denke mal, ich muss weiter nach oben klettern. Okay, da kann ich schwingen. Okay. Ist gut, wenn man so ein bisschen höher kommt. Da hat man einen besseren Überblick. Aha, aha, aha. Da ist Farah. Ich weiß aber trotzdem nicht, wie ich da unten hinkomme. Absolut kein blassen Dunst. Okay. Ich kann anscheinend nur bis hierhin. Ich hoffe mal, dass das klappt. Wupp. Ja. Okay. Und von hier aus kann ich... Oh, auf jeden Fall runterfallen. Das wollen wir natürlich nicht. Oh. Ah, was machst du denn? Ich dachte, der springt da oben drauf. Aber irgendwie war der Meinung statt geradeaus, oh, ich springe jetzt schief. Warum? Ja, genau da wollte ich hin. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie mir das weiterhilft. Ach, ich kann hier an der Wand lang, okay. Puh. Gott sei Dank. Hab ich es erkannt. Ich konnte ja auch nur dorthin. Also es musste ja irgendeinen Sinn ergeben. Und es klang jetzt irgendwie, als wäre über mir auch nochmal was. Mit dem Bücherregal stimmt etwas nicht.
gleiche Symbol wie auf der Säule. Bleibt dort! Ich komme zu euch! Okay. Hier ist irgendwie nichts. Ah, guck mal! Aha. Kann ich jetzt irgendwie hier hoch? Uah! Oh! War das schief gegangen? Ach nee, das war hier so, ne? Genau, genau, das musste ich machen. Und hier oben ist ja auch nichts. Ja, das geht natürlich auch nach einer gewissen Zeit wieder rein. Okay. Und das muss ich erst verschieben, wenn ich das andere habe. Okay, okay. Upsa. Alles klar. Gut, ich sehe gerade, die Zeit ist ein bisschen vorangeschritten. Ich glaube nicht, dass ich jetzt bei dem erneuten Kampf was weggeschnitten habe, weil das auch gar nicht mal so lange gedauert hat. Und ich auch gar nicht wüsste, an welcher Stelle wir dann eben, also wo der Controller dann nicht mehr reagiert hat. Kann ich wahrscheinlich nicht abschätzen. Deswegen denke ich, machen wir hier einen Schnitt und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss, eure Tai.